Alfonso Senatore, EFL, questa bellissima realtà dell'agro, che parte dall'agro nocerino, dalla Valle del Sarno, ma in realtà è una realtà europea. E tant'è vero che noi abbiamo un periodo in cui si parla tanto di rapporti in crisi tra la Germania e l'Italia, ma in realtà lei collabora da anni con la Germania, con aziende tedesche. Noi abbiamo un ottimo rapporto con la Germania, da un po' di anni, quasi 14 anni, per cui ultimamente si sono rafforzati questi rapporti, visti i nostri standard qualitativi e il nostro lavoro che si svolge a pieni ritmi di questi periodi dove effettivamente c'è una crisi, c'è quello che può essere il mancato lavoro, ma con questi rapporti e con standard qualitativi alti non vediamo questa grossa crisi. Andiamo nello specifico, il rapporto con la Black Fox si è rafforzato negli ultimi anni. Quale tipologia di rapporto avete in atto? Insomma, è uno scambio, è una collaborazione? Allora, questa partnership si svolge che la Black Fox è un satellite Steel che distribuisce usato in tutta Europa e noi siamo l'azienda Italia dove diciamo che preleva l'usato in Germania con degli standard qualitativi ottimi e diciamo che poi dopo viene distribuito a rivenditori e a clienti finali. Dato che l'Italia si trova in una posizione economica un po' complicata, noi domanderemo al signor Denker come mai che ha deciso di collaborare con la EFL che si trova nel sud dell'Italia. Da Italien sich in einer wirtschaftlichen Lage befindet, die etwas besonders ist, ist unsere Frage, wie sind Sie dazu gekommen, mit der EFL zusammenzuarbeiten, die sich im Süden eben Italiens befindet? Ja, wir haben also 2008 unsere Firma gegründet und haben Partner gesucht, Franchise-Partner gesucht, die für uns vor Ort den Markt betreuen. Es ist immer einfacher in weiter entlegenen Regionen, wenn man einen Ansprechpartner vor Ort hat, der für alle Belange zuständig ist. Und wir können so das logistische Problem lösen, dass komplette Lkw-Züge beladen werden und nicht nur einzelne Gabelstapler in die Region gebracht werden müssen, was den Transportweg sehr verteuert. In questo tempo particolare noi chiediamo al nostro esperta come vedrà il futuro in questo settore. In dieser besonderen Zeit, wie sehen Sie als Experte die Veränderung auf dem Markt? Wir erwarten für die zweite Hälfte des Jahres eine Verknappung der gebrauchten Gabelstapler auf dem Markt, da jetzt die Rückläufer der Krisenzeiten 2008-2009 auf den Markt kommen. Das heißt, es sind in dieser Zeit ca. 40% weniger Gabelstapler neu verkauft werden und werden auch gebraucht weniger zurückkommen. Wir sind daher froh, dann einen kompetenten Partner hier vor Ort zu haben, der die Wege zum Kunden für uns verkürzen wird und hoffentlich dann auch eine gleichbleibende Geschäftsentwicklung beitragen wird.